Willkommen zurück zu dem Spin-It-Up-Abenteuer, dem verrückten Bankroll-Projekt. Und wir bekommen wieder einen 42er. Das Drama in der letzten Folge habt ihr ein bisschen mitbekommen. Machen wir es diese Folge einfach besser. Na, gibt's auch bessere Flops für King Jack. Aber natürlich ein guter Flop zum C-Betten. Aber wenigstens ein Diamond oder sowas wäre gut im Flop. Aber wir nehmen es so mit. War natürlich ein ultra trockenes Board. Das ist immer auch gut für uns. Also. Check gefällt mir nicht so gut. War die ganze Zeit vorne. Hat man irgendwie an seinem Bet-Sizing gesehen, aber wir können da natürlich keine 8 da folden. Auf zwei Bets. Ähnliche Situation wie vorher, super trockenes Board. Zwar trotzdem schlecht für uns, aber wir müssen hier C-betten. Das Problem diesmal war hier, dass seine Stack-Size so eklig war, dass er eigentlich gut schaffen könnte. Er hat jetzt hier nur gecallt. Ja, wenn jetzt irgendeine High-Card gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich geschippt. Also Ace, King. Gut, Queen oder Jack wahrscheinlich nicht, da hätte ich eher getrappt, aber gut. Das konnten die Six connected halt so gut mit dem Board und deswegen gehen wir es jetzt hier auf. Ja, das ist so random irgendwie gerade. Er click-raced hier. Das kann mit allem möglichen Shit machen. Aber natürlich auch mit dem Ass. Er macht's mit nur zwei. Okay. Okay. Und snappt mich halt dann auch noch weg am Turn. Aber gut. Dachte eher, dass es halt viele Draws sind. Ja, und jetzt geht's halt rein mit Ass 10. Hier habe ich jetzt kurz gewartet, bis er backkommt. Weil Ace Queen halt so stark ist, dass wir es halt diesem von der Hand auch reinbringen wollen. Nice. Na, komm. Können es halt einfach in den Großen hätten wir lieber schnell geraced, aber gut, wäre trotzdem, ist ja auch scheißegal. Ace Queen geht da halt rein, ist mega easy, aber genau das, was ich eben in der letzten Folge angesprochen hatte, dass ich halt das Gefühl habe, in den Großen geht halt nichts. Und so ist es halt leider auch. Die Kleinen, alles gar kein Problem, da grinden wir uns solide hoch, aber die reichen halt nicht. Die 14er reichen niemals, um halt profitabel zu bleiben. Es geht vielleicht noch auf den 1-Dollar-Spins, vielleicht noch auf den 3-Dollar-Spins, aber man muss von den 6 Max, also von den 6-fach und 4-fach, muss man ab und zu mal eins gewinnen, sonst geht nichts voran. Da führt also überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Da kann man noch, also so viele 14er kann man, also so viele 2-fach kann man gar nicht gewinnen. Das ist trotzdem, also long-term gesehen. Natürlich. Ja, und jetzt haben wir hier wieder ein Meer voll 14ern. Nice Hand.
Warte, du kriegst den doppelten goldenen Daumen von mir. Schön hast du es gemacht. Das ist auch schwer, da vorne zu sein. Irgendwie habe ich so das leise Gefühl, wenn es so weitergeht, dass wir dann genau break-even sind, wenn wir die 100. Folge haben. Das wäre halt auch Trollolol. Oh, nice, ein Zweiter. So 100 Folgen grinden, 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 da Schluss. Genau auf break-even geblieben. Nice. Haben wir eins gewonnen. Machen gleich ein neues auf. Ist hier, weil ich hier Bad Call. Ich glaube, ich check behind und versuche meine Equity zu realisieren. Kommt nicht. Ein 28er gab es, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Viele 42er. Insgesamt vier Stück, glaube ich. Wovon wir gar nichts gewinnen konnten. Aber 28er gab es schon ein Weilchen nicht mehr. Oh, diesmal ist er größer. Mal gucken, ob er ein Bad-Size-Teil hat oder so, aber wir bringen jetzt hier drei rein. Hinter uns wacht jemand auf. Mit Neunern. Schade. Nochmal ein Zwei-Auto. Ach, das ist doch echt wieder ein großes verdonkt, beziehungsweise, ja, gesetupt. Man muss es nicht unbedingt da reinbringen, aber es geht schon. Es läuft halt einfach nicht mehr. Traue immer noch so ein bisschen dem Start der Serie nach, wo alles so bam nach oben ging. Die erste der Hälfte der Serie, sage ich mal. Und dann bam, nach unten. Nochmal ein 28er. Nice. Don't say. Ah. Set gemacht. Er callt. Sehr schön. Off to a good start hat er. Over ne, er hat einfach ein. What the fuck, was? Was macht er da? Ah, jetzt kommt er da mit Ace Jack. Aber. Pam, 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 pam. So, das 28er gehört sowas von uns. Das gehört sowas von uns. Wird ja gar kein dran
gar kein dran Weg, gar kein Weg dran vorbei, dass es uns gehört. Also so sollte man Ass 2 definitiv nicht spielen. Übrigens auch was sehr Ärgerliches, was ich nicht gut finde. Bei den Spin and Ghosts seht ihr jetzt hier, also das, man konnte ja Spin and Ghosts schon immer quasi anschauen. Und man hat das jetzt ganz oft, dass irgendjemand das Spin and Go anschaut. Also eigentlich in jedem. Und es liegt daran, weil es halt Bots gibt, die quasi jede Turniernummer durchsuchen. Und somit werden die. Also achtet euch natürlich in Snapcall. Das war gerade nur wegen dem, weil ich hier geredet habe. Nice. Und zwar durchsuchen die halt alle Spin and Goes und observen alle und uploaden dann die Ergebnisse in Online-Datenbanken und verkaufen die Hände. Und das Problem ist halt, dass sich halt dann Leute Handpacks kaufen können und dann halt schon massiv Hände gegen dich haben können. Also Statistiken, obwohl sie gar nicht gegen dich gespielt haben. Und das machen halt sehr, sehr viele Racks, weil es schwer nachzuvollziehen ist. Das ist natürlich hochgradig illegal, aber ja. Und das, klar, das ging halt immer im Cash-Game und so, wenn man da die Tische aufmachen kann, war auch gar kein Problem. Aber hier könnte man es eben ganz leicht verhindern. Und es wird eben nicht gemacht. Und wie das halt, und also das könnte man auf so viele Weisen verhindern, weil der Bot kann nur auf eine Art und Weise an die Spin and Goes rankommen. Und zwar, indem er die ganze Zeit die Turniernummern sucht, durch die Turniersuche hier. Und man könnte es einfach beschränken, dass ein Account nur 10 Suchen pro Stunde oder sowas machen darf und dann ist die Sache gegessen. Ja, was hat er da? Vierer. Oder dass man einfach das Suchen bei Spins einfach komplett rauslässt. Ah, hier wollte ich 2x raisen, nicht 3x. Aber ja, das ist was mir neulich mal aufgefallen ist und dann habe ich mir da ein bisschen was dazu durchgelesen. Data Mining heißt das, also für die, die das nicht kennen. Im Endeffekt ist es jetzt nicht wirklich Schlimmes, aber das Gute ist halt, wenn man dann schon 1000 Hände auf jemand hat oder auch 5000, ist es halt schon ein Riesenvorteil. Naja, egal. Das wollte ich doch mal angemerkt haben, dass mich das so ein bisschen stört. Dass man da sehr gut und einfach eigentlich eine Lösung. Also wenn es jetzt was wäre, wo es halt schwer ist, eine Lösung zu finden, dann ist es kein Problem. Aber das ist, glaube ich, was man mit ein paar Zeilen Code verhindern könnte. Aber vielleicht kommt es ja noch. Mein hier, ihr seht es, hier schauen sogar zwei zu. Und da schauen nicht zwei zu, weil ich so ein Fame-Mensch bin und die Leute mir zuschauen wollen. Es hat ganz andere Gründe. Oh, scheiße, ich hab hier. Das ist. Fuck, Mann. Ja. Das analysieren wir gleich nach, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht gut war. Ich habe nur den Flush gesehen und. Aber. Hier geht's halt rein. Mit den letzten Chips. Ja, wenn er das so groß shippt, das macht er nie als Bluff und unser Flush ist nicht mal hoch. Also das ist ein ganz klarer Fold am River. Scheiße. Nicht gut. Ich habe einfach nur auf Call geklickt. Aber ich habe so im Augenwinkel halt den Flush gesehen und normalerweise foldet man halt einen Flush in nicht sehr vielen Situationen. In Spins. Ja, und da geht's rein mit dem Open-Ender. Ich glaube nicht, dass er so viele Ace-X hat. Doch hat er, aber selbst da dagegen haben wir 34%. Aber es können halt viele Draws sein, also das Board ist super drawy. Da muss es halt dann einfach reingehen. Ja, was. Ja, also das gerade eben da war nicht gut. War nicht gut. Das ist also. Bläh, so ein Wordplay. So was sollte man nicht machen. Da sollte man besser aufpassen. So. So spielt man also heutzutage Queen 3. Warte.
Haben wir uns mal hier einen Zettel. Das schreiben wir uns auf. Dass man da auch was, ein bisschen was davon lernen, wie man heutzutage Queen 3 spielt. Man limpt's am Button im Heads-up, lasst den Gegner shippen und dann callt man einfach for value. So einfach geht es. Also ist gar nicht so schwer. Müsst ihr auch mal ausprobieren. Ist bestimmt ein richtig cooles Play. Jojo, so ist es, so ist es. Oh, 3x open. Können wir uns vielleicht auch gleich wieder nicht machen. Aber ihr seht schon, wie unfassbar riesig der Playerpool ist, weil wir machen uns echt, sag ich mal, häufiger mal eine Note. Und habt ihr jemals schon mal einen Spieler mit einer Note gesehen in der Serie? Also es kommt sehr selten vor. Sehr, sehr selten. Schöner Flop. Kommt nichts. Nichts, nichts, nichts. Echt schade, Mann. Ja, da geht's wieder rein. Freeroll? Nope. Ah, hier ist üppig. Also hier bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher anhand der Hände, die ich gesehen habe, dass er nicht Trap limpt in dieser Phase jetzt. Deswegen kann ich da auch easy, auch mit der Stack-Size Check-10 shippen. Man gewinnt zwar nicht viel, aber wenn man halt weiß, dass es wirklich nicht macht, dann ist das auch egal. Weil wir haben gesehen, eine Medium-Strong-Hand wie König 10 hat er 3x geopend. Und auch eine Strong Hand wie Ace 10 hat 3x geopend. Was jetzt halt noch sein könnte, dass er sowas wie Aces zum Beispiel nimmt, aber das glaube ich eben auch nicht. Haben wir denn da verschiedene Tischhintergründe? Oh, schön, Blümchen. Vielleicht müssen wir einfach den Tischhintergrund wechseln für einen Upswing. Wieso heißt es eigentlich Red Carpet, wenn es blue ist? Nice Red Carpet. Nice. Schöner Red Carpet. Nehmen wir den Red Carpet. Oh. Nee, das. Witzig. Ja, komm. Wobei das Rot ist knapp. Oh, nee, das geht gar nicht. Oh, rosa. So. Oh mein Gott. Aber so könnte man Leute verarschen. Wenn ich mir jetzt hier anhand der Hintergrundfarbe ist ja die Höhe des Spins definiert. Fuck, jetzt bin ich ja so am Blödsinn machen. Aber so ist cool. Und dass man dann einfach, glaube orange sind die ganz hohen Spins, dass ich jetzt einfach orange in den Hintergrund mache, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Zum Beispiel. Ja, es würde bestimmt gehen mit einem Custom Image und dann sieht man so das Vorschaubild auf YouTube und dann so, wow! Und dann. Trollololololol.
Boah, das ist voll der krasse Vollmond. Sick. Ich meine, ich bin ja echt nicht abergläubisch. Oh Mann, was ist denn los? Abergläubisch, aber vielleicht hilft ja. So sieht es wenigstens ein bisschen stylischer aus. Ich spiele, glaube ich, echt seit 5 Minuten dieses Spin alleine. Also, als einziger Tisch und nichts passiert. Der Typ ist so ultra tight. Da tankt er sogar mit. Nice. Mit Ass 8. Karl, 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 Karl. Wenn er da gerade mit Ass 8 tankt, dann chippe ich jetzt mit Ass 6 SE Any2, weil er halt zu viel foldet. Call, 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 call. Hier können wir nicht folden wegen der Odds. Er wird zwar eine strongere Range haben wie die normalen Spieler da, aber nicht so stark, dass wir hier folden können. Hier wiederum, wenn er hier jetzt chippt, hier folgen wir. Das 6-Size ist jetzt ein Bips. Ich habe hier. Achso, das ist. Rosa ist eigentlich meine Gambler-Note. Jetzt mal für die Hypers. Ah, ich hab so das. Ich meine, er foldet oft genug. Das ist so, als wo ich nicht einfach nur schlafen würde und einen Affe hinsetzen würde und ihm dem Affe erklären, dass er einfach jedes Mal auf All-In klicken soll. Hier folge ich jetzt sogar noch. Will ihm nicht wieder ein Comeback machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das noch gewinnt. Also. Was ist denn mit dir los, Mann? Ist du irgendwie. Ich glaube, der. Drück einfach immer auf All-In, ich mach nichts anderes. Ich habe versucht, den schnellsten Call, den ihr Menschheit jemals gesehen habt, zu machen. Okay, haben wir das noch gewonnen? Zum Abschluss. Sind wir bei, weiß nicht, wieder 81 Dollar. Ganz okay. Gucken wir mal, wie wir die letzten Folgen jetzt so abschließen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.